Wenn der Sommer im Pilachtal seinen Höhepunkt überschritten hat, dann färben sie sich rot, die Früchte des Dirndlstrauchs. Der rote Farbstoff in der Fruchtschale macht die Dirndl nicht nur hübsch anzusehen. Er ist ein wirksamer Radikalfänger und bewirkt neben dem hohen Vitamin C-Gehalt, dass die kleinen Früchtchen so besonders gesund sind. Reif sind die Dirndln, wenn sie sich von selbst vom Strauch lösen. Deshalb sollte man Dirndlfrüchte auch niemals pflücken. Warten lohnt sich auf jeden Fall. Reife Dirndln schmecken angenehm fruchtig und nur ganz leicht säuerlich. Wenn die ersten Früchte zu fallen beginnen, dann heißt es schnell die Netze unter den Sträuchern ausbreiten, um die wertvollen Vitaminbomben aufzufangen und vor Verschmutzung zu schützen. Täglich sollten diese Netze nun abgeerntet werden, um die Top-Qualität des frischen Obstes sicherzustellen. Dabei können keine Maschinen helfen. Die Dirndlernte im Pilachtal ist nach wie vor eine Handarbeit. Da die Dirndlsträucher im Pilachtal Wildgehölze sind, gibt es bei den Früchten eine große Formen- und Farbvielfalt. So unterschiedlich wie Farbe und Größe ist auch der Reifezeitpunkt der unterschiedlichen Dirndlsippen im Pilachtal. Den Abschluss der Dirndlernte feiert die Region mit dem Pilachtaler Dirndlkehrtag, wo es eine Vielzahl an Dirndlprodukten zu verkosten gibt.